Bettina Lange, mein Name. Ich melde mich vom Solarguru. Spreche mit Herrn Breitsamer. Weidjama ist am Telefon. Wer ist da bitte? Ja, vom Solarguru melde ich mich. Es geht um Folgendes. Sie haben vor einiger Zeit eine unserer Webseiten besucht zum Thema Solaranlagen. Da würden wir Ihnen gerne ein Angebot dafür erstellen und Sie vor Ort beraten. Aha. Falls das Thema für Sie aktuell ist. Ja, wir wollten das gerne installieren, ne? Dürfen wir Ihnen dann ein Angebot erstellen, Herr Breitsamer? Sie können mir mal sagen, was das kostet. Da kann ich Ihnen sagen, ob das interessant ist, ne? Verstehe. Es ist jetzt so, ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie viel das kostet, weil ich nur für die Weiterleitung zuständig bin, Herr Also, Breitsamer. zu wem leiten Sie das denn? An die Experten, an die regionalen Experten vor Ort. Und Ach wir so. arbeiten mit deutschlandweit mit regionalen Experten zusammen und die werden dann anhand ihrer Postleitzahl zugewiesen. Dann haben Ja. Sie auch die Möglichkeit zu vergleichen und das passende Angebot auszuwählen, Herr Das Breitsamer. ist gut. Haben Sie denn in Zeiten vom Fachkräftemangel auch internationale Experten? Nein, leider nicht. Sind da nur Leute von vor Ort? Ja, und was mache ich, wenn die ausgebucht sind? Dann kriege ich ja keine Anlage. Nein, nein, das ist schon so, dass die Experten vor Ort, es gibt immer welche, die, sie werden ja vorher angerufen und ein Termin wird vereinbart, damit die Experten auch vor Ort kommen können Ja, wann und denn? sich das, ja, wann Sie wollen, Herr Breitsamer. War schon 12, so wäre nicht schlecht. Nee, also jetzt, heute meine ich das nicht. Ach Es ist so. jetzt so, Herr Breitsamer, es ist Ja? jetzt so. Ich werde hier mit Ihnen einige Angaben von Ihrer Immobilie eintragen, werde das an unsere Experten weiterleiten. Dann bekommen Sie in den nächsten Tagen einen Anruf, jeweils von einem Experten. Es sind ja drei insgesamt. Drei Und dann wird Stück. ein drei verschiedene Experten, wo Sie sich dann einen Ei, ei, ei. aussuchen können. Das ist ja Luxus. Also Sie werden, wie gesagt, vorher angerufen, es wird ein Termin vereinbart. Dann kommen die Experten vorbei, schauen sich das Ganze an und erstellen für Sie ein Angebot. Ist doch Und dann entscheiden großartig. Sie sich, erst im Nachhinein, welches Angebot Sie annehmen möchten. Ja, welches würden Sie denn empfehlen? Ich weiß es nicht, Herr Breitsamer. Ach so. Sie entscheiden ja, was Sie wollen, Herr Breitsamer, nicht ich. Ja, aber ich kenne mich da ja nicht aus, ne? Also, wie gesagt, die Experten, die vor Ort kommen, die werden Sie ja auch beraten. Ach so. Also da kommt dann wirklich physisch, real physisch jemand zu mir, ja? Ja. Das ist doch gut. Dann machen wir das so. Dann hätte ich da kurz einige Fragen. Sind Sie der Eigentümer oder Miteigentümer der Immobilie, Herr Sowohl als Breitsamer? auch. Und die Art, ist es ein Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus? Nee, nee, das ist ja schon so eine Art Resthof im Prinzip. Bitte? Aber bitte? Was ist ein Einfamilienhaus Nee, oder das ist eine Art Resthof. Das ist mal ein Gehöft gewesen. ein ehemaliges Hof dann? Ja, natürlich. Und wie viele Einheiten? Eins oder mehrere? Ich bin 83. Nein, ich meine, ist da eine Einheit oder mehrere Einheiten auf dem ehemaligen Hof? Also die Fallschirmjäger sind zwei Dörfer weiter, mit denen habe ich nichts zu tun. Das meine ich auch nicht. Welche Einheit suchen Sie denn? Also die nächste ist dann in München. Aber deswegen haben Sie Nein. ja nicht angerufen. Nein, ich meine, wie viele Wohneinheiten Sie auf dem ehemaligen Hof haben. Ach so, ja, da ist das Herrenhaus im Prinzip. Dann haben wir die Methalle, eine Garage und eine Scheune. Okay, also eine Einheit dann zum Wohnen. Okay. Und in den anderen kann man auch wohnen. Da sind im Sommer, sagen wir mal, die Feriengäste immer drin, ne? Die reiten dann immer auf dem Blue. Ist es dann ein Mehrfamilienhaus oder eher? Ne, das ist so, sag mal, das hat quasi so eine rechteckige Form. Da ist an der Seite beim dritten Quadratmeter der Pi-Wurzel ist der Eingang. Und das hat zwei Stockwerke. Okay. Einen kleinen Moment. So. Und die Dachfläche für die geplante Anlage, wie groß ist die ungefähr? Unter 500 Quadratmeter,
auf jeden Fall, ne? Ja, das schon Ja. drunter, ne? Jetzt ist aber halt Ja. die Frage, wie das bei der, brauchen Sie da den Winkel der Schräge, weil das hat ja einen Einfluss auf die Natürlich. verfügbare Menge. Das sind Ja. 17 Grad heute. 17 Grad Neigung. Okay. Ja, aber morgen soll's wärmer werden. Und die Dachform, ist es ein Satteldach? Wie meinen Sie das? Das Dach, ist das ein ganz normales Satteldach oder ein Flachdach Was oder ein Pultdach? ist denn ein Pultdach? Das habe ich noch nie gehört. Es ist eine Dachform. Ja, aber wie sieht die aus? Ich muss ja wissen, ob ich das vielleicht habe. Wissen Sie denn nicht, was für eine Dachform Sie haben? Naja, das sind Dachziegel drauf, vom Also, okay. Dachdeckermeister Beneta. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Ja? Und möchten Sie die Anlage dann auch kaufen und installieren lassen? Nee, das gehört mir ja alles. Das ist ja alles meins hier und meiner Frau. Nein, ich meine die Anlage, die Photovoltaikanlage meine Aber ich. das wäre ja schon sinnvoll, ne? Sonst kann ich sie ja nicht benutzen, oder? Ja, ich muss das Nee, fragen. ich kenne das ja alles gar nicht, ne? Also primär würde mich ja interessieren, ob man das alles auch unterirdisch anlegen kann, wegen Platzgründen auch, ne? Dass man da mehr von aufs Grundstück bekommt. Also eher aufs Dach dann, Herr Breitsamer. Ja, die Das würde Solargeschichte schon meinen Sie, ja. passen. Ich hätte Genau. jetzt halt gedacht, wir haben noch einen alten, also die Öltanks, die sind ja rausgerissen. Da hätte ich gesagt, dann machen wir da auch noch so. Das sind so 30 Meter in der Länge, dass wir da auch noch mal so Solarpaneele hinmachen. Und dann können wir das ja überasphaltieren, weil wir wollten noch mal eine Garage bauen. Dann könnte man das ja, Verstehe. da könnte man die Menge hier, also die Quadratmeter oder Solarmeter oder wie rechnet sich das? Ja, Oder Herr ist das Breitsamer, Kilowattstunde? Herr Breitsamer, da, dementsprechend werden sich die Experten, die vor Ort kommen, Sie dann auch beraten. Geht Ich das bin ja denn kein, ich bin ja prinzipiell? kein Experte. Die kommen ja vorbei und werden Sie dann auch beraten. Dann können Sie die Experten fragen, die Fragen stellen, die Sie haben. Die kennen sich da besser aus. Also, ob man das Solarzeug unterirdisch auch machen kann. Genau, Sie können alles den Herrn Experten fragen, der da vorbeikommt. Ja. Und falls das Angebot stimmen sollte, wann soll das Projekt umgesetzt werden, Herr Breitsamer? Also, Umgehend um 1 bis 3 12 wird es mir heute Monate? passen. Heute nicht, Herr Ach ja, dann Breitsamer. machen wir Also, das morgen, aber danach bin ich im Urlaub, ne? wann kommen Sie denn zurück vom Urlaub? Das weiß ich noch nicht. Man weiß ja momentan nicht, wie die Schiffe und die Flugzeuge, wie das alles so klappt, ne? Ja. Nee, ich meine jetzt die Photovoltaikanlage. Wann möchten Sie die anbauen lassen? Ja, am liebsten ja. Also um 12 wird es mir passen. Okay. Ja? Alles klar, dann habe ich da auch eingegeben. Okay, Herr Wie viele Breitsamer, Leute ich. kommen denn da? Weil da muss ich ja noch irgendwie so mal einen Kaffee machen oder so. Das kann ich nicht wissen. Es sind vielleicht 1 oder 2, vielleicht 3, das kann ich Ihnen nicht Ist dann sagen. auch ein Auszubildender dabei? Das weiß ich nicht, Herr Ach so. Breitsamer. Wer kommt denn da jetzt überhaupt? Wie heißt denn die Firma? Da müssen wir noch ein Passwort abmachen. Die Firma, die werden Ihnen per Postleitzahl die regionalen Experten zugewiesen. Sie werden vorher angerufen, bevor jemand kommt. Ach so, ja, und von Ja. wem? Weil mich rufen immer so komische Leute an. Ich muss ja wissen, Die dass das melden seriös ist, ne? sich dann bei Ihnen und sagen, dass sie weitergeleitet worden sind wegen der Photovoltaikanlage. Wegen der Namen kann ich Ihnen Unterirdischen, der ne? ja. Genau, da kann ich Ihnen jetzt keinen Namen dazu nennen, Herr Breitsamer. Alles. Und Okay, wann das melden die war. sich? Die melden sich in den kommenden Tagen. Ja, aber da bin ich ja Vielleicht im heute, Urlaub. vielleicht morgen. Oder dann melden Sie sich, wenn Sie vom Urlaub zurück sind, Herr Aber dann ist Breitsamer. ja fast schon Winter, ne? Dann bringt mir die Solardinger auf dem Dach ja auch nichts mehr. Wir müssen ja Okay, den dann werde ich den Hochsommer Experten machen, ne? sagen, dass Sie sie nachher anrufen sollen gleich. Das wäre nicht verkehrt, ne? Weil dann kann ich Alles klar. meinem Sohn, dem Rainer, dann kann ich dem noch sagen, dass er heute da das Loch ausheben soll, wo die Solarpaneele dann reinkommen, ne? Okay, ich werde Sie dann weiterleiten. Ich bedanke mich, Herr Und mit wem Breitsamer. habe ich jetzt gesprochen? Bettina Lange, mein Name. Können Sie das mal buchstabieren? Ich habe so ganz schlechte Bettina? Verbindung. Bettina? Einmal buchstabieren, bitte. B wie Bertha. Dora? B wie Bertha.
Nicht, eben haben Sie einen anderen Namen gesagt. Ich habe es nur nicht Nein, verstanden. Bettina Lange ist mein Name, Herr Ja? Breitsamer. Können Sie das bitte einmal buchstabieren? Dankeschön. Ich buchstabiere Ihnen meinen Nachnamen. Ja? L wie Ludwig, Ja? A wie Anton, Ja? N wie Norbert, Wie was bitte? N wie Norbert. Ja, der Bäcker heißt so. G wie Gustav Gustav, ja? und E wie Emil. Genau. Und wie lange dauert das? Wie lange dauert was? Weiß ich, Sie haben mir jetzt ja gerade das Wort lange buchstabiert und jetzt ist ja im Ja. Prinzip die Frage, wie lange das dauert. Aber das Nein, muss ja dann. das ist mein Nachname, Herr Breitsamer. Also von Ihnen jetzt, ja? Ja. Und wenn die Okay. das installieren, wie lange dauert das? Weil ich muss Ich ja. weiß es nicht. Das können Sie die Experten fragen, Herr Weil die Breitsamer. Das können weiß ja. ich nicht. Also es geht ja im Prinzip täglich von 10 Uhr bis 13:30 Uhr, weil dann macht meine Frau immer Mittag, dass das halt auch mit den Ruhezeiten alles funktioniert, Die ne? werden sich schon dementsprechend bei Ihnen melden, Herr Breitsamer. Stellen Sie denn dann den Gehörschutz während den Arbeiten oder müssen wir da zum Sanitätshaus fahren? Das weiß ich nicht, Herr Breitsamer. Ach so, können Sie da mal eben nachhören, weil ich muss da nachher hin, dann könnte ich das gleich einkaufen. Ich warte so lange, danke. Okay, tschüss. Nee, nicht tschüss, Sie wollten danach fragen. Ja, die Frau Lange, die die ganzen Worte falsch ausspricht, ja, na, diese Figur mit ihren Fake-Namen immer, aber hammergeil. Ich weiß nicht, wie oft die jetzt schon angerufen haben, um mir unterirdische Solaranlagen einzubauen. Die sind so dumm, diese Leute.